Hört sich an wie eine Tüte Leckerlis. Ja, ist es ja auch. Chips Leckerlis. Darf ich wieder markieren? Ja, mach doch. Markier doch. Oder wer ist dran? Ja, markier du. Mach mal. Markier mal. Ich hab glaube ich keinen. Ich hab heute Kartoffelchips im Chicken McNugget-Style geholt. Mal gucken, wie die schmecken. Ich kenne auch Chicken Nuggets. Ich wusste nicht mal, dass es die gab, dass es die gibt. In meinem Kopf knirscht das. Ach, in deinem Kopf knirscht das? In meinem Kopf knirscht das. Bei mir knirscht immer. Ich hab auch noch Cherry-Tomaten. Schmeckt nicht nach Kirsche. Und was ist mit Tom? Mit Tom? Ja, Tom und Jerry. Nicht Jerry-Tomaten, sondern Sherry. Sherry, ach so. Sherry mit ach, CH. Okay. Was, na, die, wer da rumschreit, das ist meistens die Yvonne. Weil der Conky sich nicht benehmen kann. Ja. Nein. Benimm mich immer. Hab ich noch nie erlebt. Oder sein Sohnemann. Der gerade sagt, Papa spielt Kacke, ich will spielen. Das sagt er nur einmal. Ich bin mitten in der Pampa gelandet. Ich will Trecker fahren. Ja, warum geht er nicht dahin, wo ich zeige? Wird er nicht einkommen? Der Alex ist auch nicht ganz da gelandet. Komm da gleich hin. Bin gleich da. Oh, ich hab schon eine Winchester und eine Pistole. Und da hinten. Eine Panzerfaust. Ein Mono Gasmaske und Rucksack. Oh, jetzt habe ich Schuhe angezogen, das wollte ich gar nicht. Oh, ja, widerspricht ja deinem Naturell. Ja. Ja, du läufst da immer barfuß. Du willst dich doch mit dem Boden. Ja, ich bin Tierfreund. Vereinigen und so. Eins mit der Natur. Eins mit der Natur. So, Schuhe wieder ausziehen. Ballast. Du willst ja Gras unter deinen Füßen spüren. Oh, Alex kommt, ich muss weg. Ach, da unten ist ja wieder ein Kreis. So, Alex, ich glaube, da liegt mir schon noch was, glaube ich. Ich habe nicht alles mitgenommen. Wo? Eine Hütte da. Ich habe nicht alle Hütten durchsucht. Ich habe nur das Wichtigste, habe ich gekriegt, was ich hatte. Was denn hier? Alter, wer schießt? Ja, wer mal zu mir gekommen? Bei mir schießt keiner. Ja. Dann ist hier irgendwann mal. Ich bin auf der Tankstelle. Wie komme ich in die obere Etage? Achso, gibt's gar nicht. Nee, okay, nicht bei alle heute. Also generell kommt man hier zu Fuß fast überall hin. Boah, bist du frech heute? Ich bin frech? Was? Guckst du aber das erste Mal einen Stream von mir. Bin nie frech. Das ist er doch immer. Na, die hat noch nie einen Stream von mir aufmerksam geguckt. Immer nur auf meine Frisur geguckt. Ja, will man ja auch nicht. Gucken sich alle nur aus Mitleid. Hi. Wie weit ist denn das zum Dennis? Aber da bräuchte er gar nicht mehr hin, der hat ja sowieso schon alle Pilote. Ja, hier habe ich alles weggeräumt. Ne, mit der Zone langsam. Ohne euch. Die Zone ist ja auch eh kacke, ja. Ja, komm, jetzt machen wir hier nie um ja.
Ich will jetzt auch aufhören. Ich will jetzt nicht mehr aufhören. Wenn du aufhörst, dann werden wir das richtig gut. Wunschdenken. Hört, wir spielen bis 8 Uhr morgens durch und dann kommt Onkel Helfer und dann nehmen wir shoppen. Die Nadi ist nur wegen dem Salitos Eis hier. So, nur wegen Salitos. Können sich ja selber kaufen. Aber dafür müsste er ja raus, ne? Wieso wahrscheinlich nicht? Ja, das macht man heutzutage ja nicht mehr. Der rausgehen ist böse. Der hat gehofft, dass ich vorbeikomme und mal mitbringe. Ich glaube, das wäre ihr Albtraum, wenn du vor ihrer Tür stehst. Ah, du würdest auch schreien. Schreiend und die Polizei anrufen. Da steht verwirrter Mann vor meiner Tür. Ein verwirrter Mann. Ein alter Mann wahrscheinlich. Da steht ein alter Lüstling vor meinem Fenster. Alter Mann ohne Haare auf Kopf. Und wegen Duplo und Conky ist sie da. Ach, wegen mir. Und wegen Conky. Nur wegen Conky und Duplo, das ist ja ein Wort. Ja, naja. Also wegen Conky würde ich auch überall hingucken, kommen und erscheinen. Schleimer, du. Ja, man muss ja irgendwo lernen, wie man stirbt. Ja. Kann nicht jeder. Mein Aussteigen. Also der Conky hat schon eine starke Persönlichkeit. Los, ey, das ist voll die tote Hose. Ja, hab ich doch gut ausgesucht. So lebt ihr mal länger als 5 Minuten. Ja, da lebt ihr mal länger. Hab ich ja gesagt, ihr. Nett hat eine Sprachnachricht gesendet, das ist natürlich toll. Eine Sprachnachricht. Können wir das sagen, weil er live ist? Ach nö, lass dir mal seinen Spaß. Leerlauf, komm weg, kann es euch drücken! Ergibt keinen Sinn. Ja, jetzt Feierabend. Genau jetzt, wie jetzt. Genau jetzt. Irgendwo bin ich dann auch mal da. Cool, ne? Auf! Oh, hier sind Gegner. Ich will heute früher Feierabend machen. Was soll's? Dafür immerhin ein bisschen Geld gemacht. Ja, ein bisschen Geld. Ist doch schön. Mehr oder weniger. Kann ich weniger zocken. Das ist dann wieder das Manko, ne? So, ein machen. Hartes Leben. Ja, muss vielleicht dazu kommen eigentlich. Ihr werdet jetzt berühmt. So, liebe Zuschauer, ihr habt den Lennart gehört, als ja. Pizzafahrer. Er ist reich geworden heute. Ja. Zwischen Geld gemacht, Alex, hier sind Gegner in der Hütte, wo du gerade hinrennst. Also wenn ihr mal Pizza bestellen solltet, dann kommt ein Fahrer an und sag einfach mal Lennart, vielleicht ist das. Also ja. Irgendwo hier in der Hütte rennen Gegner rum. Wie du Lennart? Ich bin in der Safe Zone. War bei mir und Alex, hier sind zwei Typen gewesen eben. Welchen Auto finde, hole ich euch, finde. Konnte das eben nur nicht sagen bei der vollen Sprachnachricht. Welche Sprachnachricht? Oh, diese relativ laute, die man glaube ich überall gehört hat. Welche Sprachnachricht? Das weiß ich auch nicht mehr. Da hat uns so ein komischer, harte Musik gehört und gesprochen. Dass er viel Geld verdient hat. Welches gesprochen? Pizza. Oh, hier wird bei mir geballert. Ja. Der war der Pizza Boy. Da sind Wichser sind da. Ach, er lebt auch noch, gut. Naja, die haben bessere Waffen gehabt. Alter, 4, ne, 3 Stück. Ich hab auch nur an der Pumpgun nichts gefunden bis jetzt. Oh, und der lootet dich. Hier gestehen.
muss den ja fast im Anus reinkriechen. Hier rennt bei mir einer rum. Da ist er kaputt. Also ich habe einen getötet. Woo! Um es mit Lennarts Sprache zu sagen. Ja. Alles klar, also Lennart ausnehmen. Nein, Nadi, du hast einen Freund. Du nimmst hier niemanden aus. Ich werde dem Lennart das auch sagen, dass du einen Freund hast. Also viel ausnehmen kannst du in Lennart nicht, ne? Der ist nur Pizzakurier auf Boden. Aber reich durch Pizzafahrten. Und immer keine Pizza bei sich. Und die Pizza ist immer kalt. Da kann er höchstens mal eine Pizza schenken. Eine kalte. Aber dann ist es kalt. Kalte. Ja. Davor war er Burgerfahrer und die Burger sind immer kalt angekommen, deswegen wurde er gefeuert. Ja, die hat er dann warm gepupst. Hat er ausgebrütet während der Autofahrt. Sind boah, dann jetzt die anderen Homos? Boah, ich hab nur Scheiße, ne? Ich auch. Ich hab nur eine Pumpgun und muss ja aufs offene Feld rennen. Ja, geht mir gerade nicht anders. Nur, dass ich noch eine Winchester habe und eine abgesägte Pumpgun. Wie weit? Ach, Nadi... kacke, die Safe Zone ist ja schon. Ach, du kacke, ja. Nadi nimmt die Pizza. Ich hab gar nicht drauf geguckt. Ja, ist auch besser. Ob Pizza warm oder kalt ist, ist eigentlich scheißegal. Erst mein Freund und dann kommt Essen. Manchmal auch umgekehrt. Ja, Lennart kommt aber nur, wenn du Single bist. Der ist nur Single-Pizza-Bote. Ist viel zu jung. Ja. Ja, er hat Prioritäten, jung. Hat er. Ach, die Nadi ist doch auch jung. Für alle andere. Ja, Lennart ist ja noch Jungfrau. Das ist ja das Schlimmste. Nee, jetzt ja nicht mehr nach seiner bayerischen Fahrt. Ja, sagt er. Ja. Der hat es auf bayerisch gemacht. Wie eine... Was war das? Oh, oben rechts bei 140... Ah nee, das ist Dingens. Nur der rote Bereich. Konki, hier hinten die Häuser, die hast du alle ausgenommen, nehme ich mal an, ne? Mit dem blauen Haus, da die Ansammlung von Gebäuden. Ich muss sagen, ich bin durchgelaufen wahrscheinlich, aber ich habe nicht alles mitgenommen. Ich weiß nicht, was euch für die Westen, Rucksack, zweier Stufen lang da noch rum. Mit euch, ihr müsst... Ich habe nicht alles mit. War für mich unnötig. Also bei meiner Leiche sind zwei Homos. Bei deiner Leiche? Du bist tot? Weil ich bin tot, ich wurde gerade erschossen. Okay, oh. Ihr seid ja weiter weg. Aber die kommen von Funky gesehen aus westlicher Richtung. Oh! Das ist schön. Ja, von dir auch. In die Richtung, wo Dennis gerade guckt, da kommen die hergerannt. Der Motorrad. Soll ich abholen? Nee. Dann sterbe ich. Dann verreicht deine Stellung, ne? Ich habe jetzt ein schönes Gewehr gefunden. Jetzt brauche ich nur eine hohe Stelle. Lebend. Vorzugsweise. Ich renne tatsächlich mal dahin, wo geschossen wird. Ich komm zu dir. Gleich in deine Nähe. Genau, mach einen auf Duplo, verrat den, wo ich bin. Find naja, ich schreib einen Brief. Mach das. Einen Pfeil hoch. Okay, retten zum Dennis. Und während du dahin rennst, noch schießen. Und Granaten werfen. Und Ingame-Voice anmachen und immer schreien, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich.
Und ich bin nicht allein, ich bin nicht allein. Wir knallen beide gleich einfach so erschrecken. Scheiße! Von wo? Von wo? Fuck! Scheiße, Mann! Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Fuck, ich wollte noch auf eine erhobene Stelle. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich irgendwo verkraxel. Fuck, ey! Wieso erwischen die mich trotzdem die ganze Zeit? Ja, weil die hinter dir auf der erhobenen Stelle sind, die Nase. Geh doch da rein. Das ist funky. Boah, fuck, ey. Danke, die sind da irgendwo auf dem Berg. Zwei Stück. Ja, die töten sich gerade selber. Gegenseitig. Irgendeiner kommt angerannt. Nicht so funky Schritte, vielleicht sind die laut. Hey, das ist ja barfuß. Die Endfüße bin ich. Voll der laute Läufer. Moderat da hinten. Ja, da kommt er sowieso nicht ran. Denkt mal, hier sind immer noch auf dem Berg, oder? Ist das noch Safe Zone? Campen hier irgendwo. Ja, wir sind noch safe. Ja, die auf dem Berg sind auch immer Safe Zone. Und ihr müsst raus und die nicht. Das wird lustig. Gibt es kein Doggy mehr? Nein, jetzt gerade nicht. Dann ist es gerade überfordert. Ja, ich will einfach nur nicht sterben. Und ich höre die ganze Zeit den Cocky über mir rumlaufen. Das ist auch nicht hilfreich. Wie so eine Ente. Ja, echt. Ich habe auch also gedacht, dass wir auch einer draußen, der per Cocky rumrennt. Laut, ey. Ich hab mal Schuhe angezogen, Punky. Boah, Alter, wie weit ihr latschen müsst. Du Kacke. Komplett über den Berg rüber. Alter, Finne. Nach Impala. Fuck. Da, wo die drei oben waren, ey. Im Motorrad, aber ist gefährlich. Ja, da hören die euch ja direkt. Können auch direkt nach runter ballern. Ich würde zu Fuß probieren. Bei Fahrzeug hören das halt schon vorher. Warte doch auf die Ente. Nein, geh weg, lass mich alleine. Alter, die Schritte sind echt voll laut, barfuß. Krass. Hab ich noch nie drauf geachtet. Hört sich zwar voll unrealistisch an, wenn man in der Wüste barfuß laufen würde. Ja. Gut. Hört sich gerade an, als ob man durch irgendein Badezimmer läuft, ey. Ja. Mit nassen Füßen. Hatten sie bestimmt auch irgendeinen in der Tonaufnahme, den haben sie ins Badezimmer gesetzt und die ganze Zeit barfuß auf den Schlitzen laufen lassen. Viel zu teuer von den Entwicklungskosten. Einfach mal ein Mikrofon im Schwimmbad angemacht. Ja.
Genau, Konki, nimm den Traktor rechts im Blauen. Wir 7 km/h. Hier ist sowieso irgendwo ein Moped unterwegs, da. Ja, da hinten. Ja. Ja, ich wollte nicht schießen. Warum nicht? Weil du den nicht triffst. Hallo, ich hab 8-fach Zoom oder so. Ja, aber Konki nicht. So, ich hab 2-fach. Konki hat irgend so eine SKS oder was das ist. Nee, ist eine M16. Ich hab eine M416. Ich hab ein geilen Gerät. Ein geiles Gerät. Ein geiles Gerät. Du hast das Gerät, ne? Die haben sich jetzt wieder oben auf dem... Oben auf dem Berg sind die wieder. Boah, Alter, ihr beschratzen, ne? Die Wand ist quasi fast hinter euch. Boah, das schafft er überhaupt nicht mehr. Außer ihr findet noch ein Fahrzeug. Das Problem ist, dass die Spastis da oben auf dem Berg sitzen. Ja, was bringt ihr das, wenn der so wartet? Ja. Nix. Ich hab nicht mal die Hälfte geschafft, ey. Die Wand hat mich leid. Lass mich. Fahrzeug. Lukas steht ins da unten rechts im Dorf, wo ich glaube nicht. Aber sie macht ja noch nicht viel Schaden. Könnt ihr ihn werden. Wenn ihr euch noch mal heilen könnt, voll, dann geht's. Aber wo sie ja stehen bleiben. Messen wir Energie und Schmerzmittel. Lass mich. Alter. Hier ist noch keiner geworden. Da hinten ist die Grenze. Oh. Ja, ihr habt noch ein Stück. Und der hat dich ja nochmal verkleinert, ne? Und bis er da unten sei verkleinert. Nee, ihr schafft das nicht mehr. Könnt ihr stehen oder sterben. Sag doch einfach, dass du wieder spielen willst. Konki hat dich nochmal geheilt. Ja, die macht ja jetzt eh mehr Schaden, ne? Weil sich ja eben nochmal verkleinert hat. Und in einer Minute verkleinert dich nochmal. Gib mir Moped, einen Trecker, einen Rennrad, irgendwas. Ja, wahrscheinlich in dem nächsten Dorf. Aber bis dahin wird das irgendwie. Wenn das Fahrzeug fährt, ne? Und ihr lebt noch lange, ey. Ich nehme mir immerhin einen Trecker. Oh, der Konki ist raus. Boah, ne? Konki, kannst du recht weiter schratzen, 30 Sekunden. Und jetzt macht's halt nochmal mehr Schaden. Du machst ja einen Mut. Und wieder kein Fahrzeug. Oh, geh über diesen scheiß Zaun, Mann! Werden wir wohl gleich den Gameblamer und den Konki sterben sehen. Lass uns in Ruhe. Warum bist du eigentlich hier? Wieder alleine. Weiß ja, die ganze Zeit. Nein! Fuck! Der Konki springt runter, das ist auch. Und die Wand. Ich bin barfuß, ich kann das. Wir müssen aber wieder hoch, eigentlich, oder? Nein, müssen wir nicht. Ja, stimmt. Wir müssen gar nichts. Ey, du, okay. Ich hab ein Hobby an. Die Wand macht gar nicht so viel Schaden. Okay. Ob die anderen auch so um ihr Leben kämpfen? Ich höre ein paar Schießen. Ich auch.
Einer ist wieder gestorben. Der Konki ist gleich tot. Nein. Ich auch, ich auch. Scheiße. Bin tot. Ah. Fuck, ey. Ja, guck mal. So geht das. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.